Dass Elefanten sehr wohl verspielt sein können, sieht man gleich an diesen ersten Bildern. Und etwas später werden wir dann noch sehr viel vom heimlichen neuen Star des Elefantengeheges sehen, nämlich von Kibali, dem Jungtier. Kein kleiner Bär mit großen Ohren, aber er hat dafür drei Namen. Kleiner Panda, roter Panda oder Katzenbär. Und alle drei passen. Auch die großen Pandas sind die absoluten Publikumslieblinge in Schönbrunn. Vor allem auch, weil Schönbrunn einer der wenigen Zoos ist, wo es regelmäßig gelingt, Jungtiere aufzuziehen. Die Erdmännchenkolonie in Schönbrunn ist immer für lustige Aktionen gut. Oh, was war denn das? Gleich mal schauen, was der Kumpel hat. Ah ja, geht ihm eh noch ganz gut. Catchen willst? Ah, da muss ich mich als Ringrichter einmischen. Und gleich wieder aufpassen, was kommt oder nicht kommt. Ach, lass die zwei Kumpels mal raufen, oder doch nicht? Achtung Jungs, habt Acht stehen, der General kommt.
Chaya. Sein Name ist Chaya. Halsband Chaya. Giraffen waren die ersten exotischen Tiere, die im Zoo Schönbrunn ankamen. Und es war damals vor ein paar hundert Jahren ein Riesenerlebnis für die Wiener Bevölkerung. Leider überlebte die erste Giraffe in Schönbrunn nicht allzu lange. Kein Wunder, man hatte noch keine Ahnung von moderner Tierhaltung. Kennt ihr den? Müde bin ich Känguru, klappe meinen Beutel zu, ziehe mir einen Pyjama an, dass ich nachher gut schlafen kann. Kennt ihr den lateinischen Namen des Flusspferdes? Hippopotamus. Zum Glück für diese gibt's in Wien keinen Obelix, denn der hätte sicherlich Guster auf Halsband-Pekaris, die ja mit unseren Schweinen verwandt sind. Und jetzt zu den Schwergewichten. Zunächst mal der Bison. Und dann der Hauswasserbüffel aus Afrika.